beste Waffe. Diese Waffen sind aber ultra selten. Die sind so selten, dass wenn ihr die seht, ihr euch richtig glücklich schätzen könnt. Alright, Leute, willkommen zurück zu Apex und den besten Waffen in diesem Spiel. Das ist jetzt kein wirkliches Top-10-Ranking, weil es sehr schwer ist, hier ein Top-10-Ranking aufzustellen, weil das Tolle an diesem Spiel ist es, dass fast jede Waffe hier ihren Einsatzzweck hat und auch fast jede Waffe hier wirklich eine Bedeutung oder einen Nutzen hat und auch wirklich nice ist zum Aufsammeln. Aber nichtsdestotrotz gibt es unter den unterschiedlichen Waffenkategorien auch aber schon so ein paar Favoriten und natürlich auch stärkere Varianten, die dann deutlich vorzuziehen sind und man da unbedingt mitnehmen sollte. Und falls ihr euch jetzt noch ein bisschen ratlos fühlt in Apex Legends, was man aber unbedingt mitnehmen sollte, welche Waffe jetzt eigentlich nice ist und ob die jetzt Schrott ist oder auf welche ihr besonders achten müsstet, dann ist diese Liste auf jeden Fall richtig für euch. Wenn ihr mehr Apex sehen wollt, natürlich drückt auf den Daumen hoch und hinterlasst ein Abo und aktiviert die Glocke. Wir fangen mal klein an und das sind die Pistolen. Bei den Pistolen gibt es genau 3 Varianten und während die ersten 2 Pistolen noch wirkliche Einsteigerwaffen sind, die man vielleicht nur zur Not benutzen kann, wenn man gerade keine hier schnellere Waffen hat oder Shotguns, irgendwas in die Richtung, sammelt man sich 2 der normalen Pistolen auf. Das ist das RE45 Auto und der P2020. Beide Pistolen haben aber einen recht geringen Damage von 11 und 12 auf dem Body und 16 und 18 auf den Kopf. Also ihr seht es, beide Waffen sind recht low, was den Damage angeht. Man braucht fast 10 Shots, um einen Gegner damit niederzustrecken. Gerade wenn jemand eine Shotgun oder so hat, habt ihr keine Chance. Die beste Pistole dabei ist aber die Wingman. Das ist der Revolver dabei. Hat zwar nur 6 Schuss und braucht schwere Munition, aber macht satte 45 Damage auf den Body und 90 Damage auf den Kopfschaden. Also ein zweifacher Multiplikator nochmal auf den Kopf. Also fast, wenn ihr einen Kopftreffer macht mit der Wingman, habt ihr schon mal fast einen One-Shot. Noch ein paar Treffer ohne Schild ist auf jeden Fall down. Aber das Schild hier sehr verbreitet ist, könnt ihr hier aber auch selbst im Endgame mit dem Wingman noch eine Menge Damage rausholen. Und ist auf jeden Fall eine Pistole, die sich lohnt mitzunehmen. Also wenn ihr einen Wingman findet, ist es ein nices Ding. Ist aber natürlich auch ein bisschen Spielstil abhängig. Viele Leute wollen vielleicht was Schnelles haben, was mehr Ratta macht. Bei den SMGs gibt es genauso 3 Stück von denen, aber bei den SMGs ist es wirklich Geschmackssache. Es ist mega Geschmackssache. Jede SMG hat so irgendwie ihre Vorteile. Der Damage ist fast gleich. Wenn man sich jetzt die Alternator SMG anguckt, die hat 13 Damage, die R99 hat 12 Damage und die Prowler hat 14 Damage. Wenn die Prowler eine Burstwaffe sind, sind die anderen 2 SMGs eher hier vollautomatisch, ne? Also es ist mehr sehr, sehr spielabhängig, aber die Prowler bildet sich aktuell ein bisschen durch, weil es für die auch eine Waffenmodifikation gibt, die vollautomatisch macht und dadurch, dass sie auch noch mehr Munition hat, 14 Damage hat, auf dem Kopf schon mal 21 Schaden macht im Vergleich zu den anderen, die 19 macht. Hier bildet sich die Prowler als die bessere SMG aus, wenn ihr halt eine Modifikation findet und halt auch mit dem Burst umgehen könnt. Wenn ihr mit dem Burst umgehen könnt, ist der erhöhte Damage auf jeden Fall mitzunehmen. Auch wenn das nur ein Punkt ist, lohnt es sich natürlich. Ein Punkt mehr kann die Welt entscheiden. Ne? Wie oft hat man schon mit einer P überlebt? Wenn man aber lieber was Vollautomatisches haben will, dann nimmt man am besten die R99. Mit 1080 Schuss in der Minute rotzt das Ding einfach mal das Magazin sowas von schnell. Der hat nur 18 Schuss in dem Ding, aber hat das auf jeden Fall schnell verpulvert. Auch wenn der Damage low ist, kann man hier auf jeden Fall eine Menge Damage austeilen, wenn die Schüsse sitzen. Ne? Da muss aber das Aiming schon stimmen. Bei den Sturmgewehren, bei den ARs gibt es auch 3 Stück. Das R301, also die AK-47, Hem und die Hemlock Burst AR. Diese 3 gibt es und auch da ist es wieder sehr spielabhängig, genau schon wieder bei den SMGs. Der Favorit hier bei den vielen ist die R301, weil die so einen guten Allrounder darstellt zwischen Schaden, Präzision und Magazingröße. Mit 12 Schaden und 24 Schaden auf dem Kopf gehört ihr auch ein bisschen eher zu einer schwächeren Variante, während die Hemlock 18 Schaden macht, aber eben auch wieder eine Burst-Waffe ist. Das heißt, sie macht nur 3 Schuss. Diese 3 Schüsse sitzen dafür mehr. Ne, je nachdem, welchen Spielstil ihr bevorzugt, könnt ihr es auswählen, dass wenn jeder Schuss sitzt, das einfach mehr Schaden macht. Oder ihr bevorzugt einfach etwas, was vollautomatisch ist mit 720 Schuss, die R301 und da ein bisschen schneller Schaden austeilt, aber dann muss halt das Aiming besser sitzen. Die VK-47 finde ich, ist aktuell noch so ein bisschen das Mittelding zwischen denen. Es war auch eine vollautomatische, macht mehr Schaden als die R301, aber schießt dafür langsamer und hat weniger Präzision. Ich finde, Präzision ist hier gar nicht mal so unwichtig, gerade weil auch die Areale sehr groß ist, ist die VK-47 hier ein bisschen die Heavy AR sozusagen. Ne? Die macht mehr Schaden, aber dafür muss man ein bisschen besser zielen oder vielleicht langsamer schießen.
Bei den LMGs gibt es genau zwei Stück, die Spitfire und die Devotion. Die Spitfire verwendet schwere Munition, die Devotion Energiemunition. Das ist ein großer Unterschied und aber auch bei dem Schaden. Wenn die Spitfire 20 Schaden macht, macht die Devotion 17 Schaden. Aber die Spitfire kristallisiert sich hier auch wirklich wieder als Favorit, wegen der Präzision. Die ist mega präzise für eine LMG. Mit einer hohen Schussrate von 5 oder 12 Schuss der Minute kann man hier eine Menge Schaden austeilen innerhalb einer kurzen Zeit. Ne? Und dabei macht jeder Treffer 20 Schaden. Auf den Kopf sogar 40. Also da kann man auch eine Menge Schaden austeilen. Und mit der guten Präzision hier steckt man ein bisschen die Schussgeschwindigkeit ein. Die Devotion ist so deutlich schneller. Die macht 900 Schuss in der Minute. Hört sich mega schnell an, ne? Hört sich mega schnell an, macht aber nur 17 Schaden und 34 auf dem Kopf. Ein bisschen weniger, aber die ist auch deutlich ungenauer. Sobald die hier aufdreht und ihre volle Laufgeschwindigkeit erreicht, wird die Waffe sehr, sehr unpräzise und wird schwer zu kontrollieren sein. Wenn man die kontrollieren kann, kann man natürlich hier auch deutlich schneller Schaden austeilen, sobald die hochdreht. Beide Waffen müssen ein bisschen hochdrehen, was das angeht. Gibt es aber auch Modifikationen, die das, sag ich mal, eliminieren und sofort auf die volle Geschwindigkeit rausballern. Zwei besten Waffenkategorien, wo es auch wahrscheinlich eine Menge Varianten gibt und wo sich die Leute drum streiten, sind Shotguns und Sniper. Bei den Shotguns gibt es genau vier Shotguns. Peacekeeper, Freedshifter, EVA-8, die vollautomatische Mozambique und die Mastiff. Und ganz klar, in dieser Shotgun-Kategorie gibt es eine Waffe, die fast... Diese Waffe ist sogar von allen anderen Kategorien wahrscheinlich die beste Waffe überhaupt und das ist die Mastiff. Die Mastiff ist eine legendäre Waffe, die in Loot Drops auftaucht und man finden kann und dort auf jeden Fall sehr häufiger finden kann. Ich habe die bisher noch nie auf dem Boden gefunden. Wie sieht es mit euch aus, Leute? Habt ihr die Mastiff schon mal auf dem Boden gefunden oder irgendwie als Loot Drop? Ich glaube bisher nicht, weil ich habe die wirklich tatsächlich nur in Loot Drops bisher gefunden. Also Care Packages heißen die ja hier. Aber diese Waffe ist einfach nur mal wirklich eine Unikat. Es ist wirklich selten und es ist wirklich bemächtigt. Das Ding ist eine Shotgun, die man schon fast als Sniper verwenden kann. Benutzt spezielle Munition, eigene Mastiff-Munition, hat nur 4 Schuss in dem Ding, aber macht pro Pellet 18 Schaden. Um euch das mal zu vergleichen, selbst die Friedstifter, die zweitstärkste Shotgun, macht nur 10 Schaden pro Pellet. Pellet heißt eine einzige Kugel, ne? Und wenn die Mastiff einen Full-Body-Shot trifft mit 8 Pellets, macht die 144 Schaden. Auf dem Kopf macht das 288 Schaden. Und dabei ist das Spread noch sehr, sehr hier knapp gehalten. Mega Schaden, zweifacher Multiplikator auf dem Kopf. Im Vergleich zu den anderen Shotguns, die nur 1,5 Multiplikator haben, ist die Mastiff einfach wirklich hier die beste Waffe, die ihr haben könnt und die ihr immer mitnehmen solltet, sobald ihr die auch nur seht. Außer ihr wisst, dass in der Endzone ihr zwei Teams irgendwie am komplett anderen Seite der Map sind und ihr auf der anderen, dann bringt euch eine Shotgun natürlich gar nichts, dann solltet ihr auf die Sniper wechseln. Bei den Snipern gibt es auch 4 Stück, aber auch da gibt es eine legendäre Sniper, die es wirklich selten ist und auch aus Loot Drops kommt, ähnlich wie die Mastiff, und das ist die Krabber 50er Kaliber. Das ist eine Bolt-Action-Sniper, aber die hat es auch in sich, Leute. 125 Body-Damage, 250 Kopfschaden, also One-Shot, wenn ihr den Kopf trifft. Ist sogar ein One-Shot, wenn ihr den Körper trifft und der keine großartige Weste hat. Wenn ihr diese Sniper seht, nehmt ihr mit. Das Ding haut rein. Die zweitbeste Sniper in dem Ganzen, falls ihr die Krabber nicht findet, weil die ja natürlich selten ist, ist die Triple Take. Ist eine Energiesniper mit 5 Schuss drin, aber mit 69 Schaden macht die auf jeden Fall. Zwiebelt die ordentlich auf dem Körper und mit 138 Schaden auf dem Kopf zwiebelt die auch ordentlich auf dem Kopf und kann schon fast One-Shot machen mit einer hohen Schussgeschwindigkeit tatsächlich. Anders als die Krabber, die nur einen Schuss abgibt und dann nachgeladen werden muss, ist die Triple Take eine Schnellschuss-Sniper sozusagen und kann 5 Schüsse relativ schnell hintereinander abgeben. Hat eine Geschwindigkeit von 88 Schuss in der Minute. Die Krabber dagegen hat 36 Schuss in der Minute. Wenn ihr es aber wirklich schnell haben wollt und die Waffe, die wirklich sehr oft verteilt ist, ist die G7 Scout. Die G7 Scout ist sehr häufig zu finden, ist eine Allzwecke-Sniper-Rifle, sage ich mal, mit einer sehr hohen Schussrate von 270 Schuss in der Minute. Mit der könnt ihr richtig spammen. Macht halt nur 30 Schaden, ne? Ihr vermindert halt den Schaden und erhöht die Schussgeschwindigkeit. Jeder Schuss muss dafür einfach öfters sitzen. Ihr müsst jeden Schuss ein bisschen mehr treffen. Aber wenn es geht, Leute, Krabber, die beste Waffe. Diese Waffen sind aber ultra selten. Die sind so selten, dass wenn ihr die seht, euch richtig glücklich schätzen könnt. Wie sieht es mit euch aus? Hattet ihr schon Glück? Schreibt mir runter in die Kommentare und vor allen Dingen, wenn es euch geholfen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen kleinen Daumen hoch hinterlässt. Hier auf die rechte Seite klicken, dort findet ihr weitere Videos und gebt mir Flosse. Flop!